Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier bei meinem Zimmerumbau-Vlog. Heute ist, wie gesagt, die Stelle hier mit dem PC dran. Ich habe den jetzt schon mal ein bisschen auf Seite geschoben, denn ich muss jetzt gleich meinen Schraubenschlüssel suchen, weil was ich mit dem PC mache ist, ich werde den nicht verkaufen und sowas, sondern der kommt zum Werkstoffhof. Dafür muss noch die Festplatte raus, die werde ich dann mit dem Hammer kaputt machen. Und ja, dafür muss ich erstmal da rankommen und da sind jetzt hier so diese Schräubchen, die mache ich jetzt los. Was dann, wie gesagt, hier bei dem PC hinkommt, ist so ein kleines Regal, das steht jetzt noch unten im Keller, das kommt dann hoch. Ob das alles heute gemacht wird, weiß ich nicht, weil ja der PC, der Tower muss dann auch erstmal weg. Was jetzt hier in der Ecke hat es jetzt noch nicht, ist es jetzt, also dieser große CD-Ständer ist jetzt schon weg. Das ist jetzt, hat sich jetzt seit hier geändert. Der große CD-Ständer ist schon weg. Und ja, aber ansonsten hat sich jetzt hier noch nichts getan. Was ich mit dem Regal mache, weiß ich jetzt auch. Das lasse ich einfach unter dem Synthesizer stehen, weil das passt ja, wie man sehen kann, unter den Synthesizer. Dann kommt das Ding nämlich dann noch weg und dann hat man vielleicht direkt beides in einem gemacht, dass der Synthesizer dann an der Wand steht und ich hier meinen neuen Nachttisch habe. Es ist halt auch schon ziemlich spät, wir haben, also es ist zwar schon dunkel, aber wir haben ja erst 16.46 Uhr und ja, ich schwöre jetzt mal einen Schraubenkasten und dann legen wir einfach mal direkt los. Jesa, der aufgeschraubte PC, mein alter PC. Jetzt heißt es Abschied nehmen, er war ja doch sehr lange ein sehr treuer Begleiter. Ein paar Mal habe ich ihn halt nochmal verwendet, um die Sachen rüberzuziehen, aber man muss im Leben weiter vorangehen. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich für doof verkaufen, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier genau die Festplatte ist, die ich jetzt hier rausnehmen soll. Ich gehe mal davon aus, es ist das Teil hier, es ist auch sehr verstaubt, sieht super aus. Da gucke ich jetzt mal, den Rest lassen wir alles so zusammengebaut und bringen den dann so zum Werkstoffhof. Ob ich das noch filmen werde, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon. Gehört ja nämlich auch mit dazu. So, und jetzt gucken wir mal, ne? Das gute Teil hier. Es ist mittlerweile Tag 2. Gestern habe ich wirklich nicht viel alleine geschafft, weil nicht das hier ist die Festplatte, sondern diese drei Stücke hier. Die haben wir jetzt hier schon rausgenommen. Dann gehe ich jetzt gleich unten vor den Mülleimer und hau da mal ein paar Mal mit dem Hammer drauf. Das werde ich natürlich filmen. Das lasse ich mir, das möchte ich mal ein bisschen so dokumentieren, ob, wie viel die überhaupt standhalten. Und ja, jetzt ist ja endgültig aus für diesen PC. Wir mussten die teilweise ein bisschen kraftvoll hier rausholen. Das heißt, wir gehen jetzt mal runter und hauen da mal drauf. So, wir sind jetzt hier, wie man sehen kann, bei unseren Mülleimern. Hier sind die Festplatten. Hier ist der Hammer. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hauen wir da mal drauf. Wow, es ist überhaupt nichts passiert. Ja, ich glaube, das geht durch, ne? Es ist hier schon ziemlich zerbeult. Es ist überhaupt nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das dürfte jetzt nicht mehr zu gebrauchen sein. Nächstes. Ah, hier geht schon was kaputt. Da ist ein Riss drin. Vielleicht brauche ich auch einen besseren Hammer für. So, die ist jetzt glaube ich auch hinüber. Letzte! Ach, scheiße. Wow.
So, ich denke mal, das reicht. Da haben wir einige Kratzer drin. Und ja, Deckchen, Beulen überall. Das dürfte reichen. So, der PC steht jetzt vor der Tür. Jetzt heißt es erstmal hier saugen und ja, dann weiß ich nicht, ob wir heute schon das Regal hochholen. Das kannst du dir hochholen. Das steht vor der Kellertür hier. Ja, dann hole ich es mal heute schon hoch und kann es einräumen und ja, dann geht es heute nochmal richtig hier weiter. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ihr hier unseren Keller seht. Ja, so sieht das hier aus. Hier steht jetzt die Kommode, die kommt jetzt mit nach oben. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal den Keller zeigen, weil das muss man natürlich hier gesehen haben. Ich meine, das sieht ja hier, ja, erste Klasse Keller, muss man einfach mal gesehen haben. Und jetzt kommt die Kommode nach oben. Tada, hier steht sie, die neue Kommode. Ist ein bisschen höher als das Bett. Und diese Ordner, die jetzt hier sind, die kommen da definitiv rein. Hier ist übrigens meine Katze Mimchen. Ist ganz witzig, 2016 war die ja schon mal hier. Ja, jetzt ist Mimchen für immer hier. Deswegen habt ihr sie vielleicht schon mal in einer der vorherigen Videos gesehen. Aber ich glaube nicht, dass sich jemand noch an die Videos 2016, in denen Mimchen vorkam, erinnert. Einige sind ja davon auch gelöscht. Jetzt erstmal wird dieser Schrank hier eingeräumt. Ich kann mir gerade mal gucken. Die Ordner passen da nicht rein. Ja, dann muss ich jetzt mal gucken, was ich jetzt mache. So, das ist jetzt erstmal der Zwischenstand für heute. Dann sage ich morgen genauer was zu, weil ich da noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das so lasse oder nicht. Aber ja, ich bin jetzt für heute durch. Ich lege mich jetzt hin und dann geht's morgen weiter. Jetzt zeige ich euch mal heute, wie ich es jetzt hier bereits hier einsortiert habe, diesen Schrank. Und ja, da fangen wir hier oben an. Hier ist mein Portemonnaie und eine Nachttischlampe, mein CD-Player. Und hier sind so, ja, das sind so Karten von Mangas. Die hatten die mal in der Meierrichten und so weiter mal ausliehen. Die kann man sich so mitnehmen. Ich glaube, das sind so, ja, das sind Postkarten tatsächlich. Und hier, das sind so komische Sammelkarten. Hier ist jetzt mein Rubini Subiri drauf. In dieser Schublade sind jetzt hier Postkarten und so weiter. Hier sind jetzt meine selbstgebauten Lego-Sachen, die ich ja vorher im Schrank hatte. Das heißt, dieses eine Regalfach im Schrank ist jetzt auch leer. Die stehen jetzt erstmal hier. Hier drunter ist der alte Videocamcorder von meiner Mutter. Der funktioniert noch mit Video 8 Kassetten. Also da sind Videos noch von 2005 und so drauf. Hier sind jetzt noch so Sachen aus der Grundschule. Auch aus einem bestimmten Grund im selben Regalfach wie der Camcorder. Aber auch das jetzt zu erklären, warum und wieso und weshalb, wird jetzt zu weit führen jedenfalls. Alles, was ich sagen kann, ist Grundschule, beste Zeit, die ich bisher hatte. Und es ist eine Schande, dass sie so endete, wie sie geendet hat. Hier unten drunter sind jetzt Ordner drin, hier sind jetzt noch so meine Zeichnungen, die ich gemacht habe und Sachen, also so ein Fotoalbum, wo wir unsere Katzenfotos irgendwann mal reinkleben wollen. Und hier sind jetzt halt so wichtige Ordner jetzt bezüglich Sparkasse oder Beruf, Ausbildung, hast du nicht gesehen, die sind auf der Seite. Dann ist jetzt hier unten diese schwere Taschenlampe, die ist jetzt erstmal hier zwischen Regal und unter dem Bett. Hier ist jetzt die Steckdose, die werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal hinters Bett führen, aber dafür muss ich das Bett auf Seite schieben und da ist es, glaube ich, ziemlich dreckig. Jetzt sind die Katzen hier drauf, das kann ich jetzt gerade also nicht machen. Deswegen führen die Kabel jetzt erstmal hier vorne vorbei, sollen sie aber noch hinten vorbeiführen. Jetzt muss natürlich noch hier dieser alte Nachttisch, muss jetzt noch weg. Und wo ich jetzt diese Faunfeder hin tue, habe ich echt keine Ahnung, die will ich jetzt nicht wegwerfen. Aber wo ich die hin tun soll, ich habe keine Ahnung, vielleicht lege ich sie irgendwo da oben hin. Da muss ich jetzt noch was überlegen und ja, morgen werden wir auf jeden Fall noch den alten PC jetzt noch wegfahren. Das heißt, wenn ich jetzt nicht heute noch irgendwas hier geschafft kriege, sehen wir uns morgen wahrscheinlich im Auto auf der Fahrt zu dieser Sammelstelle da wieder. Thank you.
Ja, der dritte Tag. Ich sitze jetzt hier gerade im Auto. Es regnet. Wir bringen jetzt gleich den PC weg zu diesem Wertstoffhof. Und danach habe ich auch ein Vorstellungsgespräch. Danach müssen wir noch einkaufen. Also steht heute viel auf dem Programm. Und ja, dann werde ich mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass das Vorstellungsgespräch positiv verläuft. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch zeitlich schaffen. Wir haben jetzt 10 nach 1. Um 2 habe ich das Vorstellungsgespräch. Und ja, wir sehen uns dann gleich mal am Wertstoffhof wieder. Mann, Zungenbrecher. Ja, jetzt sind wir hier an diesem großen Gelände, diesem großen Entsorgungsgelände und wir sind falsch. Das hier ist nämlich nur die Verwaltung und irgendwelche Müllverbrennung. Ich glaube, das ist ja nicht die Müllverbrennungsanlage. Jedenfalls sind wir hier falsch und das heißt, wir kriegen den PC heute doch nicht weggebracht. Das müssen wir dann mal anders machen. Jetzt fahren wir zu meinem Bewerbungsgespräch und wir sehen uns dann wahrscheinlich dann wieder zu Hause, wenn ich dann mal gucke, dass ich das alte Nachttischregal noch wegstelle. Ja, und jetzt ist seit der letzten Aufnahme sind 2 Tage vergangen. Vorgestern war Heiligabend, gestern war der erste Weihnachtstag, heute ist der zweite Weihnachtstag und heute möchte ich jetzt auch nochmal hier weitermachen. Die Feder, habe ich mir überlegt, lege ich jetzt einfach erstmal hier oben auf den Schrank, weil ich echt keine Ahnung habe, wo ich die sonst hinlegen soll. Die anderen Sachen habe ich jetzt wirklich alle aus dem Regal rausgetan. Diese Tüte liegt jetzt hier hinter, die kommt ja auch bald weg. Ich hoffe, ich krieg das heute noch gemacht, sodass ich das Video heute noch hochladen kann. Ja. Ah, hier muss ich aber. Hier muss ich ja definitiv mal. Wow. Tatsächlich, es funktioniert. Muss ich nochmal mit dem Staubsauger kommen? Ja, und das ist jetzt erstmal das Endergebnis. Dieser Nachttisch, den habe ich jetzt erstmal hier hingestellt, hier neben. Der wird dann jetzt aber jetzt die nächsten Tage definitiv hier rauskommen. Aber ich möchte jetzt diese Aufnahmezeit dieses Videos nicht noch mehr in die Länge ziehen. In der Zeit, wo ich jetzt hier angefangen habe umzuräumen, habe ich und dem aktuellen Zeitpunkt heute, 26.12.2020, da habe ich ja auch schon einige Videos dazwischen gemacht, wo man auch schon diesen neuen Nachttisch hier sehen konnte. Und deswegen möchte ich das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen und warten bis Gott weiß nicht wann, ehe ich dann
das Video hochlade und inzwischen in der Zeit hat jeder schon die Veränderung im Zimmer gesehen, dann wäre dieses Video unnötig. Und jetzt steht endlich der Synthesizer an der Wand, da wo er hin soll. Ich kann auch kurz hier das Ding hier von der Zeitreisebox. So, dann passt es auch ganz unter den Synthesizer. Der Schrank ist jetzt immer noch da. Der Synthesizer steht jetzt hier an der Wand. Das ist noch alles eingesteckt. Man kommt ja auch noch gut mit der Hand hinten dran. Und das ist jetzt erstmal das, wie es hier in meinem Zimmer aussieht. Ich hoffe ja sehr, euch hat auch diese Folge wieder gefallen von meinem Zimmerumbau-Vlog. Ich glaube, das war bisher das aufwendigste Video dieser Reihe, das ich gemacht habe. Weil ich jetzt auch über so einen langen Zeitraum gefilmt habe. Und ja, ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Video wieder, beim nächsten Teil dieses Zimmerumbau-Vlogs, wenn dann, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern, ehe dann der neue Teil kommt, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt dauert, ehe ich jetzt hier meinen neuen Schrank in diese Ecke hier bekomme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liken, abonnieren. Ciao!